Ja, guten Morgen. Und ich bin erstmal gespannt, ob die Technik funktioniert, aber das könnte passieren. Schalten Sie um. Ja, wird schon gehen. Also gut. Sport und Bewegung und Sport und Bildung. Bewegung und Bildung. Man kann sich fragen, ja, wie passt denn das zusammen und passt das überhaupt zusammen? Und wenn ich so an meine Schule zurückdenke, dann denke ich immer, naja, da gab es eben diejenigen, die ganz viel Sport gemacht haben. Und dann gab es die Stubenhocker, die mit den pickligen Gesichtern ein bisschen dick waren und ein bisschen weiß und nie im Sommer auch immer ganz weiß. Und das waren die, von denen man sagte, die sind schlau, aber die sind unsportlich. Und es schien zunächst mal so, als sei das genau das Gegenteil. Dabei wissen wir heute, es gibt halt Vorurteile auf beiden Seiten. Nicht so laut, ich rede ja laut. Es gibt Vorurteile auf beiden Seiten und die möchte ich abbauen. Und zwar vor allem deswegen, weil es wirklich wichtig ist, dass wir heute verstehen, wie Bewegung und Bildung wirklich ganz eng beieinander sind. Und das möchte ich eigentlich heute, die Argumente dafür. Und es gibt nicht eines, es gibt viele. Und eine ganze Reihe von Forschungsrichtungen zeigen alles auf das Gleiche, nämlich dass Bewegung und Bildung ganz nah beieinander ist. Wenn Sie da mal was nachlesen wollen, dann gebe ich Ihnen den Tipp, googeln Sie mal Embodied Cognition. Das heißt körperhafte Bewegung. Das ist ein ganzes Forschungsgebiet, wo es darum geht, was Körperlichkeit, also unsere Sensorik, unsere Motorik, wie auf diesen vielen Erlebnissen höheres Denken beruht. Und ich werde Ihnen Beispiele auch dafür zeigen, die sind ganz verblüffend, wie höheres Denken mit Bewegung zu tun hat. Ich zeige Ihnen mal nur, wo ich herkomme. Ein Land, das ist die Standardfamilie in Baden-Württemberg. Wie Sie sehen, sitzen die alle rum. Also das ist kein Witz, das ist vom Kultusministerium herausgegeben. Vom Elternvertreter gibt es ein Vorwort, vom Kultusminister gibt es ein Vorwort und von noch irgendjemandem Wichtigem gibt es ein Vorwort. Und die sagen alle, wie toll das alles ist. Und das ist ein Szenenfoto aus diesem Buch. Also Kommunikation in Baden-Württemberg geht heute so, Rücken an Rücken. Man guckt sich nicht in die Augen, sondern tippt auf einem Bildschirm und spielen geht so. Es ist wirklich ernst gemeint und es ist eigentlich nicht mehr lustig. Und es ist deswegen nicht mehr lustig, weil in Stuttgart jedes vierte Kind bei der Einschulung nicht mehr hüpfen kann. Das ist das, was man findet, wenn man sowas propagiert. Muss man auch ganz klar zu sagen. Also ich sage es vorweg, damit das nicht irgendwie unterschwellig daherkommt. Es gibt auch noch einen anderen Gegner, den wir haben. Und das sind alle Leute, die Bildschirme vertreiben und davon reden, dass das auch Sport sei, mit den Fingern hier rumzudaddeln. Das ist kein Sport. Es mag E-Sport heißen. Ja? Aber es ist keiner, weil man da nicht schwitzt und weil man auch nicht differenzierte Bewegungen macht, die zu einem besseren Verständnis der Dinge führen. Ich werde das gleich noch ausführen. Das ist ganz wichtig. Denn nochmal, das ist heute ein großes Zeitbudget im Alltag junger Menschen. Und das ist auch ein Problem für uns, ein großes Problem. Aber darüber rede ich ja heute nicht. Ich will Ihnen umgekehrt zeigen, warum Bewegung so wichtig ist. Ja. Denn das Allerwichtigste, was wir gelernt haben in den letzten 15 Jahren, ist, dass Bewegung tatsächlich mehr Nervenzellen im Gehirn macht. Die Story mal ganz kurz. Als ich Medizin studiert habe, da galt noch ganz simpel, das Gehirn kommt auf die Welt und alle Zellen sind eigentlich schon da. Das Gehirn wächst dann noch ein bisschen. Aber was letztlich im Gehirn passiert im Laufe unseres Lebens ist, dass immer und jeden Tag ein paar tausend Nervenzellen absterben. Wir sterben also seit unserer Geburt den Hirntod auf Raten. Das war das Weltbild zu meiner Studienzeit. Heute wissen wir, es ist völlig falsch. Es ist völlig falsch. Denn erstens verbindet sich das, was da ist, dauernd anders und neu, das nennen wir Lernen. Und zweitens, es wachsen tatsächlich Nervenzellen nach. In Ihren Gehirnen jetzt. Nicht überall, sondern nur in bestimmten Gebieten. Und diese Gebiete, in denen können Nervenzellen stressbedingt erstens kaputt gehen. Zweitens sind diese Gebiete besonders wichtig für Gedächtnisprozesse. Und drittens können genau da, wo stressbedingt Nervenzellen kaputt gehen, auch welche nachwachsen. Und sie können dieses Nachwachsen fördern, indem sie sich bewegen.
Das ist, wenn Sie so wollen, das Wichtigste, was die letzten 5 Jahre gezeigt haben. Das ist nur so eine kleine Übersicht. Also 1997 ging es los, bei Mäusen, ja, also hat man noch nicht bei Menschen die Sache untersucht. Irgendwann mal bei erwachsene Menschen, dann wieder. Man wusste noch nicht, was das macht, denn einfach nur, wenn irgendwo ein Neuron wächst, können Sie deswegen noch nicht besser denken. Die Neuronen arbeiten ja nur im Verband von Milliarden Nervenzellen zusammengenommen. Und wenn Sie also hier ein paar Nervenzellen hinspritzen, dann denken sie nicht besser, weil was sollen die hier? Die wachsen vielleicht sogar und leben, aber sie denken nicht. Und auch wenn im Gehirn Nervenzellen nachwachsen, müssen die ja eingebaut werden in die, die schon da sind, damit sie überhaupt irgendwie mitfunktionieren und das restliche Gehirn unterstützen können. Deswegen ist es so wichtig, dass man zeigen konnte, dass die neuen Neuronen tatsächlich lernen können. Das hat man zum ersten Mal bei Singvögeln gezeigt, weil man bei denen Lernen besonders gut untersuchen kann, denn die lernen ja singen. Und dieses Singen lernen, das ist eben durch neu nachgewachsene Neuronen, das kann man zeigen, geht besser, als wenn keine neuen nachwachsen. Dann hat man natürlich geguckt, was passiert denn noch? Wir wissen, dass die neu nachgewachsenen Neuronen tatsächlich besser lernen, als die alten, die schon da sind. Auch das konnte man zeigen. Und man konnte zeigen, dass es tatsächlich Aufgaben braucht, und zwar keine leichten, sondern schwierige, damit die neuen Nervenzellen in die alten mit eingebunden werden. Man kann sich das ganz leicht vorstellen. Stellen Sie sich vor, da oben entsteht ein neues Neuron. Und jetzt machen Sie Kreuzworträtsel. Grautier mit E. Und dann rufen Sie eben ab, was Sie so über Grautiere mit E wissen. Ja, und dann kommt Ihnen vielleicht Esel. Dafür brauchen Sie das neu nachgewachsene Neuron nicht. Ganz einfach, weil das wissen Sie ja schon. Und Ihr Wissen beruht darauf, dass irgendwo ein Neuron ist oder ein paar, die das wissen und dieses Wissen hervorbringen. Ja? Mit Kreuzworträtseln sorgen Sie also nicht für das neue Verknüpfen neu nachgewachsener Nervenzellen. Ja, was könnte es denn dann sein? Antwort: Und das bestätigt Ihnen jeder Geriatrie, jeder Gerontologie und jeder Gerontopsychiatrie-Kongress, den es heute weltweit gibt. Aktive Teilhabe am sozialen Zusammenleben mit anderen Menschen, das ist es, was es macht. Ich kann es auch anders sagen, schaffen Sie sich einen Enkel an. Warum? Der ist beliebig kompliziert. Und genau das ist ein Job. Weil dadurch fordert der Sie heraus. Sie müssen, da passieren plötzlich Dinge, mit denen haben Sie noch nie zu tun gehabt. Dafür garantieren Enkel. Und plötzlich müssen Sie neu nachdenken und neu überlegen. Ja, was ist denn jetzt? Ja. Und genau das ist es, was Ihr Hirn braucht, damit die neu nachgewachsenen Nervenzellen auch anwachsen. Jetzt, was können Sie tun? Ich habe es schon gesagt, um das Nachwachsen von Zellen zu bilden. Sie können körperlich aktiv sein. Das wiederum ist tatsächlich in X-Studien, nachdem das erstmal aufkam, immer wieder nachgewiesen worden. Beim Tier, mittlerweile eben auch beim Menschen. Sie machen so 30 Minuten, nicht völlige Erschöpfung. Das ist auch nachgewiesen. Wir wurden sogar gefragt, ob wir es nachweisen wollen. Und ich habe gesagt, nein, das wollen wir nicht. Da haben es andere gemacht. Die haben nämlich einen Supermarathonlauf, der ging vom nördlichen Wendekreis der Sonne bis zum Polarkreis. Sie wissen, es gibt Leute, die laufen einfach Tausende von Kilometern. Halten das für gesund oder gar erstrebenswert? Wenn Sie mich fragen, gibt nichts Schlimmeres, was Sie Ihrem Körper antun können? Genauso wie die Radfahren von New York bis San Francisco ohne Pause und das in 8 Tagen schaffen. Die brauchen hinterher ein halbes Jahr, um sich zu regenerieren, wenn es überhaupt geht, das Regenerieren. Und das ist nicht gut. Also übertreiben darf man es nicht, aber das wissen Sie ja auch. Wenn man es übertreibt, dann geht eben was kaputt. Ich habe noch gelernt, das muss ich auch mal sagen, im Sportunterricht vor 100 Jahren, Junge, wenn's weh tut, weiter so. Und heute kann ich Ihnen ganz klar sagen, wenn's weh tut, geht gerade bei Ihnen irgendwas im Körper kaputt und hören Sie bloß auf dann. Weil es geht was kaputt. Wenn Sie eine Goldmedaille kriegen wollen oder irgendwo Weltmeister werden wollen, ja, dann müssen Sie auch trainieren, wenn es weh tut. Wenn Sie aber Sport treiben wollen, damit Sie, was wollen wir heute, gesund sterben. Also wenn Sie gesund sterben wollen und deswegen Sport machen, dann hören Sie auf, wenn es weh tut. Denn wenn es weh tut, geht was kaputt und zeigt im Körper an, pass auf, hier musst du vorsichtig sein. Und deswegen hören Sie auf, wenn es weh tut. Das ist das, was in 50 Jahren auf jeden Fall dazugekommen ist an Erkenntnis. Was wir aber also wissen, ist das hier,
Ja, geht bis hin, ich habe mal 2012 aufgehört, weil man kann tatsächlich Gehirnfunktionsstörungen nachweisen bei Mäusen, die zu viel Fernseh gucken. Also das im Tierversuch, ist, bei Menschen ist es längst bekannt, aber sogar im Tierversuch, da kann man eben nicht sagen, Herr Spitzer, das sind doch alles die Unterschichtmäuse. Ja, das geht nicht. Sondern wenn man im Tierversuch randomisiert, kontrolliert nachweisen kann, dass Fernsehgucken das Hirn kaputt macht bei Mäusen, dann ist da was dran. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass man auch solche Tierversuche macht. Bestimmte Medikamente, das ist noch für mein Fachgebiet wichtig, und das wissen Sie vielleicht auch die wenigsten von Ihnen, machen tatsächlich, dass Nervenzellen vermehrt nachwachsen. Und das Beispiel der Anwendung ist auch ganz einfach, und ich sage es deswegen mal, weil es viele betrifft. Es gibt Medikamente, die wirken ja gegen Niedergeschlagenheit, und die geht oft auch mit Gedächtnisproblemen einher, dass man kann sich nichts mehr richtig merken, kann auch nicht mehr teilhaben, hat keine Lust dazu und so weiter. Und diese Medikamente, die heißen Antidepressiva, und einige von denen, wir haben uns immer gewundert, warum brauchen die Wochen, bis sie wirken? 3 Wochen, 4 Wochen, manche 6 Wochen. Leute, ist das ganz einfach. Diese Medikamente bewirken im Tierversuch und bei Menschen auch, dass Nervenzellen nachwachsen. Und wenn Nervenzellen nachwachsen, ja, dann dauert es halt erstmal eine Weile, bis sie das merken und bis was nachgewachsen ist und das, was nachgewachsen ist, auch mit dem Alten zusammengewachsen ist und dann auch noch besser funktioniert. Und das, deswegen dauert es auch eine Weile, bis diese Medikamente tatsächlich wirken. Ja, sie bewirken, dass Nervenzellen im Gehirn, die vorher stressbedingt abgestorben sind, vermehrt nachwachsen. Ja, sie haben Stress, irgendwann werden sie depressiv. Und wenn man dann einfach nur redet, dann wird es nicht unbedingt viel besser. Warum? Sie nehmen da zwar den Stress durch das Reden schon raus, aber sie fördern nicht unbedingt schon sofort das Nachwachsen. Und wenn Sie dann jemanden dafür sorgen, dass der wieder ein bisschen mehr Schwung bekommt und ein bisschen besser die Welt sieht und dann eben auch die Nervenzellen bei dem Nachwachsen hat, er auch eine bessere Chance, wieder mit dem Joggen anzufangen, noch mehr das Nachwachsen zu fördern und auch wieder mit seine Probleme tatsächlich zu lösen. Weil ohne die entsprechende Hardware, wie soll er das tun? Deswegen sage ich das, weil wir dadurch auch gelernt haben, dass man unter Umständen die Reihenfolge der therapeutischen Anstrengungen ändern muss. Früher dachte man immer, erst mal reden und die Probleme lösen. Heute sagen wir, erst mal den Menschen wieder zu befähigen, dass er das tun kann. Und dann natürlich die Probleme lösen. Denn ihn nach Hause zu schicken und sagen, 3 mal eine, und dann hat er die gleichen Probleme, die ihn vorher schon runtergezogen und sein Gehirn kaputt gemacht haben, weil er Stress hatte mit dem Ehepartner, mit dem Chef oder mit was auch immer. Wenn Sie das nicht ändern, dann kommt er wieder in 1-2 Jahren. Deswegen sollten Sie es ändern. Deswegen brauchen Sie natürlich auch die Beratung und die Gespräche. Aber Sie sehen schon, wenn man die Maschinerie verstanden hat, dann weiß man besser, was man macht und warum man das macht. Was kann man denn zum Sport noch sagen? Nun, Sie müssen nicht jeden Tag einen Marathon laufen, wie ich schon gesagt habe, aber 2-3 Mal die Woche, eine halbe Stunde. Und das so, dass Sie schon so ins Schwitzen kommen und auch Ihren Kreislauf mal richtig durchbewegt haben. Also so ganz langsam spazieren gilt nicht. Oder wie der Sportmediziner in Ulm immer sagte, baden mit Vortrieb. Das machen die meisten Leute, wenn sie sagen, sie gehen schwimmen. Das nützt auch nichts. Man muss schon sich angestrengt haben. Und dieses Anstrengen, ja, also Joggen ist das immer das, was einem sofort einfällt, aber Sie können auch irgendwas anderes machen. Also noch besser als Joggen ist zum Beispiel Rudern. Warum? Da gehen die Gelenke nicht so sehr kaputt, weil Sie die Gelenke nicht so stoßweise belasten, sondern irgendwie runter belasten, was für Fahrradfahren auch zutrifft. Es gilt allgemein, gucken Sie, dass Sie was finden, was Sie nicht belastet, sondern etwas, was vor allem Ihnen Freude macht. Wenn es Ihnen Freude macht, machen Sie es öfters und dann ist es schon mal das Wichtigste, dass Sie es nämlich nicht einmal machen, sondern öfters machen, zum Beispiel 2-3 Mal in der Woche, eine halbe Stunde. Jogging ist also, ich werde oft gefragt, was halten Sie von Gehirnjogging und Sudoku, Kreuzworträtsel oder Computertraining, und ich sage immer, vergessen Sie das, Enkel ist besser. Ja? Und dann muss man aber noch was sagen, das Schwitzen alleine, wenn es das wäre, wäre es schon wichtig, aber dann wäre ich jetzt mit meinem Vortrag fertig. Ich fange aber erst gerade an. Ja? Denn das wissen Sie, also den Zusammenhang zwischen moderatem Ausdauersport und kognitiver Entwicklung und Gehirnentwicklung und vor allem Nachwachsen von Nervenzellen, das pfeifen ja heute wirklich fast die Spatzen von den Dächern. Es gibt aber noch wesentlich mehr. Zum Beispiel, dass wir wissen, dass tatsächlich bei Kindern, deren Gehirn sich ja noch entwickelt, ja, der regelmäßige Sport
sich ganz gut auf Bildung und Gehirnentwicklung auswirkt. Jetzt kann man fragen, wie kann denn das sein? Ja. Nun, wenn Sie Sport machen, wachsen tatsächlich Nervenzellen, aber nicht nur die, auch die Verbindungen wachsen. Und das liegt daran, dass bestimmte Gehirnwachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. Das ist eine alte Arbeit in Science Magazine, schon mehr als 20 Jahre alt, wo das erstmals gezeigt werden konnte. Also Sport ist tatsächlich gut fürs Gehirnwachstum. Und zwar alles, was da wachsen kann, Nervenzellen, aber vor allem eben auch Verbindungen, komme ich gleich noch drauf. Und hier sehen Sie, Exercise builds brain health, also ganz direkt, hier geht es um Sport und dass das Gehirn gesünder wird durch den Sport. Und da möchte ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Entschuldigung, jetzt kommt ein bisschen Gehirnforschung, jetzt muss ich Ihnen aber zumuten, einfach deswegen, weil Sie dann alles andere besser verstehen. Hier sind zwei Gehirne und das rechte sieht ganz gut aus und das linke nicht. Und da müssen Sie gar kein Fachmann sein, um das zu erkennen, dass das linke Gehirn nicht so gut aussieht. Fakt ist aber, dass das linke Gehirn publiziert wurde aus einem ganz simplen, einfachen Grund. Der Mann, der zu dem Gehirn gehört, ein 43-jähriger französischer Beamter mit zwei Kindern, der hatte nichts. Der hatte fast kein Gehirn und hatte nichts. Also gar nichts. Der war gesund, kerngesund. Ja. Und das Erste, was ich kurz mit Ihnen diskutieren möchte, ist, wie kann das sein? Also wenn Sie aus diesem Ding hier so ein Loch raussägen, dann tut er nicht mehr, da sind wir uns einig. Und es bedarf nicht so viel, dass der nicht mehr tut. Ja. Computer stürzen ab oder hängen sich auf. Ja. Also wir haben ein drastisches Vokabular, um zu beschreiben, was mit dem Ding passiert, wenn es nicht mehr tut. Gehirne haben genau die gegengesetzte Eigenschaft. Die hat auch einen Namen, der Terminus Technicus heißt Graceful Degradation. Das heißt auf Deutsch so viel wie mit Würde kaputt gehen. Und was heißt denn das? Das heißt zum Beispiel, dass wenn Sie die Parkinson'sche Krankheit kriegen, die geht mit Zittern, Steifigkeit einher und es gehen bestimmte Nervenzellen im Kopf, die für Bewegungen zuständig sind, die gehen dabei kaputt bei dieser Krankheit. Und nun ist Folgendes der Fall, wenn Sie merken, mit Ihnen stimmt was nicht, weil Sie vielleicht ein bisschen steif sind und manchmal ein bisschen zittern, dann sind schon über 70% der betroffenen Nervenzellen tot. Das heißt, 70% ist kaputt und Sie haben fast noch nichts gemerkt. Das ist das, was ich Ihnen sagen will. Und das betrifft andere Krankheiten auch. Nehmen Sie Demenz. Da oben kann ganz viel kaputt sein und Sie merken nichts davon. Auch das wissen wir mittlerweile. Ja. Soldaten im Krieg, die erschossen wurden, man hat die Gehirne untersucht. Bei nicht wenigen findet man Alzheimer. Die hatten aber keine Demenz. Aber die hatten schon die Alzheimer-Veränderung im Kopf. Der jüngste Patient, nach dessen Tod man jemals im Kopf Alzheimer-Veränderungen gefunden hat, ist 6 Jahre alt gewesen. Sie können 6 Jahre alt sein und schon Alzheimer im Kopf haben. Und das kann deswegen sein, weil Sie ganz viele Nervenzellen verlieren können und trotzdem nichts merken. Denn die Krankheit läuft irgendwann los, ganz früh oder irgendwie Mitte des Lebens oder später. Und dann haben Sie Ablagerungen im Gehirn. Sie wissen, Morbus Alzheimer, die häufigste Form der Demenz. Bestimmte Ablagerungen machen, dass Nervenzellen kaputt gehen. Und Sie können diese Ablagerungen im Kopf haben und kaputte Nervenzellen im Kopf. Und niemand merkt es, Sie auch nicht. Und selbst wenn man einen Test mit Ihnen macht, ob Sie eine Demenz haben, Sie haben keine Demenz. Obwohl Ihr Kopf voller Alzheimer ist. Das gibt's. Das ist auch extra beschrieben. So wie dieses Hirn extra beschrieben wurde. Bekannteste Fall, Schwester Maria. War ganz clever, mit 20 schon. Und dann hat sie bis 84 als Lehrerin gearbeitet und dann hat sie weiter als Lehrerin gearbeitet, nur inoffiziell. Und dann ist sie mit 101 gestorben. Kurz vorher waren nochmal, weil sie Teil einer wissenschaftlichen Studie waren, die Leute bei ihr und haben ihr bei ihren Demenztest gemacht, den gleichen, den wir in meiner Klinik auch machen, um zu gucken, hat sie eine Demenz. Und sie hatte keine, im Test. Und dann ist sie gestorben und ihr Hirn nach dem Tod, konnte man es untersuchen, war voller Alzheimer. Wurde sofort publiziert, genau wie das Hirn da. Nach dem Motto, wie kann denn das sein? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's. Und der Grund ist ganz einfach. Das Gehirn enthält keine CPU wie das Ding hier und keine Festplatte wie das Ding hier, sondern etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Das ist, vielleicht merken Sie es, echt viel. Ja. Und diese Nervenzellen, ja, die haben Kontakte miteinander. Und zwar jede Zelle so bis zu 10.000. Und die haben einen Job, nämlich die leiten nicht nur die Impulse rüber, sondern die ändern sich mit der Benutzung. Die werden nämlich größer, wenn sie benutzt werden. Oder sie werden, das ist ein Bild über die Zeit hin, immer wieder Nervenzellteile fotografiert, blaue Pfeile weggeräumt, roter Pfeil, was Neues hingekommen. Und das sind alles Kontaktstellen, diese kleinen Knubbel. Und diese Kontaktstellen, die können weggeräumt werden, wenn sie nicht benutzt werden oder neu gebaut werden und hinzugebaut werden, wenn sie benutzt werden. Und das passiert jeden Tag. Bei Ihnen, jetzt.
Und wenn, das ist ein Stückchen einer Nervenzelle, wenn man sich also überlegt, wie viel haben Sie von den 100 Milliarden? Und das sind in 8 Tagen 8 Veränderungen. Das gibt Ihnen eine grobe Schätzung, was in Ihrem Kopf jeden Tag passiert. Eine Veränderung pro Tag pro Nervenzelle mal 100 Milliarden macht 100 Milliarden Veränderungen. Wow, so viel. Ja, und was macht das? Auch das hat man hier untersucht. Das Tierchen musste vom Tag 9 an, ging das erst richtig los, was lernen. Und genau da, wo das was gelernt hat, war auch das Loch, wo man hinguckt und immer wieder die Bilder machen kann, die da. Und sehen Sie jetzt, was nach 4 Tagen Lernen passiert ist. Rote Pfeile meint neue Verbindungen. Und nach nochmal 4 Tagen Lernen nochmal neue Verbindungen. Sie sehen also hier, das Tierchen hat erstens gelernt, das konnte man sehen, es wird immer besser in der Aufgabe. Und zweitens, es gibt immer mehr Verbindungen. Neue Verbindungen sind das, was passiert, wenn Sie was lernen. Das ist das Wichtigste, was wir in den letzten 40 Jahren über das Gehirn herausbekommen haben. Das Ding ändert sich permanent und das ist sein Job. Deswegen haben wir diese 10.000 Verbindungen pro Nervenzelle. Das macht die Anzahl der Verbindungen in Ihrem Kopf sind 10.000 mal 100 Milliarden. Das gibt 1 Million Milliarden. Das ist eine 1 mit 15 Nullen dahinter. Das ist die Anzahl dieser Verknüpfungen in Ihrem Kopf. Und der Job dieser Verknüpfungen hier ist es, sich zu ändern, wenn Sie diese Verbindungen benutzen. Das heißt, wenn sich zwei Nervenzellen unterhalten. Das ist aber genau das, was Gehirne dauernd machen, nämlich Nervenzellen unterhalten sich, wenn sie gucken, wollen, fühlen, denken, was erleben, ist völlig egal, was sie machen. Hier oben reden Nervenzellen miteinander. Das ist die Informationsverarbeitung. Dadurch, dass die miteinander reden, ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen. Das ist der Speicher. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Hier oben gibt es nicht ein Ding, das arbeitet und ein Ding, das speichert. Also Denken und Gedächtnis. Sondern es gibt ein Gehirn und das macht dauernd beides. Denn indem Sie Ihr Hirn benutzen, es geht gar nicht anders, ändern sich die Verbindungen zwischen den Nervenzellen. Immer wenn Sie Ihr Hirn, egal was Sie tun, benutzen. Das ist der Job von diesen 1 Million Milliarden Verbindungen. Was Sie nicht können, ist Ihr Hirn irgendwie benutzen und Ihr Hirn nicht ändern. Das geht gar nicht. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Sie können also nicht sagen, ich mache 3 Stunden am Tag Ballerspiele, aber ich bleibe derselbe. Das können Sie nicht, weil alles, was Sie mit Ihrem Gehirn machen, Ihr Hirn verändert. Dafür haben wir es, dafür ist es da. Dafür sind die 1 Million Milliarden Synapsen da, sich zu ändern mit jeder Benutzung des Gehirns, egal wofür. Und daraus folgt der ganze Rest. Ja. Es ist wichtig, was Sie mit Ihrem Gehirn machen. Und es ist wichtig, wie Sie sich in Ihrer Freizeit beschäftigen und, es ist, und wie wichtig das ist. Naja, das zeigen Ihnen solche Bilder hier. Das Gehirn habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist das von eben. Und das ist von einem Münchner Lastwagenfahrer, der mit 51 zufällig mal ein CT bekam. So was gibt's. Und dann kam raus, dass er, also ganz hier vorne ist nichts. Wenn Sie das Bild einem Radiologen zeigen, dann sagt er Ihnen, was wollen Sie? Der Mann ist doch tot. Genau wie der nebenbei. Und die hatten beide nichts. Und das geht überhaupt nur, das hat dieser Fall, der ist der älteste, 2001 schon publiziert, im weltbesten Medizinfachblatt The Lancet. Das war ein Mädchen, das hatte hier eine Entzündung, die drohte hier überzugreifen. Da hat man ihm das linke Hirn therapeutisch rausgenommen, damit es nicht stirbt. Mal linkes Hirn raus, das war die Therapie. Hier sitzt die Kontrolle der rechten Körperseite, hier sitzen die Sprachzentren, motorisch, sensorisch. Die Autoren, die das aufgeschrieben haben und das Bild publiziert haben, da war das Kind 7 und die haben es nachuntersucht. Und die fangen ihren Artikel an, naja, wir haben erwartet, das Kind ist halb seitengelähmt, sitzt im Rollstuhl, spricht nicht, versteht nichts, ohne Sprachzentren. Fakt ist, das Kind kam reingesprungen, hinkte mal und sprach 2 Sprachen, nämlich Türkisch und Holländisch, fließend. Dann wurde das publiziert, genau so, das war's, eine Seite. Und philosophisch betrachtet sind das 3 Existenzbeweise. Und Existenzbeweise haben eine ganz einfache logische Form. Guckt her, sowas gibt's. Ja, sowas ist möglich, dass das halbe Hirn fehlt. Und was haben Sie? Nix. Egal, ob die vordere Hälfte, die mittlere Hälfte oder die linke Hälfte fehlt. Und der Punkt ist, wenn uns das passieren würde, wären wir hier tot und hier ganz schlecht dran. Und da würde sich auch nichts mehr ändern. Wenn das aber einem 3-Jährigen passiert und der hatte das seit der Kindheit, man weiß aber sonst nicht viel, bei dem weiß man gar nichts, aber der muss das seit der Kindheit gehabt haben, sonst wäre er tot. Weil wir diese Fälle, und wir kennen noch viel mehr als die, eben gut kennen. Dazu noch ein Bild, was auch die Sache sehr klar macht. Die Folie stammt von einem amerikanischen Wirtschaftswissenschafts-Nobelpreisträger, der sich vor 11 Jahren in Science Magazine mal einen kleinen Artikel geleistet hat, in dem er schreibt, wie sich die Bildungsinvestitionen in Abhängigkeit vom Alter des zu Bildenden verhalten.
Und das ist die eine einzige Abbildung aus dem Paper und die sagt schon alles. Wenn Sie einen Euro in Bildung stecken wollen, wo rentiert er sich am meisten, wenn Sie ihn in den Kindergarten stecken? Und woran liegt es? Ah ja, weil die am schnellsten lernen. So ein Kind schnappt eine Vokabel nach einem Mal auf und so eins paukt das 10-mal und kann es immer noch nicht. Weil wir da liegen, was unsere Lerngeschwindigkeit anbelangt und kleine Kinder da. Und es muss auch so sein, weil die können ja nichts, wenn sie auf die Welt kommen. Die kommen mit Sprachzentren auf die Welt, können aber nicht sprechen. Die kommen mit motorischen Zentren auf die Welt und können weder laufen noch ihre Hand vernünftig bewegen. Die können gar nichts. Aber dann ziehen die sich hoch, plumpsen hin, ziehen sich hoch, plumpsen hin. Und das Gehirn schickt immer ein paar Impulse an ein paar Muskeln und stoppt die Zeit, bis es wieder unten ist. Und wenn die kürzer war, dann waren es die falschen Impulse. Wenn die ein bisschen länger war, dann ging es in die richtige Richtung. Und wenn man das ein paar tausendmal macht, bleibt man oben. So lernt man laufen. Ja? Von Fall zu Fall. Und anhand jedem einzelnen Fall wird nicht der Einzelfall gelernt. Kein Mensch lernt, oh, beim linken Stuhlbein bin ich auf der rechten Pobacke gefallen. Das nützt nämlich nichts. Sondern es wird ein bisschen was verstellt. Und wenn man das ein paar tausendmal macht, dann funktioniert's. Nehmen wir, wie kann man sich heute so sicher sein, dass man das weiß? Die Antwort ist ganz simpel. Das Geschäftsmodell der 5 reichsten Firmen der Welt, Apple, Google, Microsoft, Amazon und Facebook, besteht in nichts anderem, als dass man heute Computer nachbaut, die nicht mehr so funktionieren, sondern so, deswegen selber lernen können und genau deswegen ganz langsam, wenn Milliarden, nämlich die gesamte Weltbevölkerung, füttert diese Computer mit Informationen, um dann den Computern zu erlauben, uns wieder Services zu verkaufen, von denen die reichsten Firmen der Welt leben. Also wenn mir heute jemand sagt, Herr Spitzer, die Hirnforschung hat doch keine Ahnung, dann sage ich immer, Moment mal. Wir wissen immerhin so viel, dass die 5 reichsten Firmen der Welt von diesem Wissen leben. Ja. Der Chef von AlphaGo war vorher Neurowissenschaftler, hat dann seine Firma für 400 Millionen verkauft und jetzt ist er bei Google und hilft denen, bessere Computer zu bauen. Weil man muss nur das Gehirn genauer betrachten, wenn man die Computer noch verbessern will, weil das Ding kann es ja schon. Die Computer noch nicht, der kann überhaupt nicht lernen. Die Besten heute können immerhin Schach spielen lernen oder Go spielen, aber das ist auch noch nicht Sprachen lernen und auch noch nicht die Welt verstehen. Aber da sind sie dran. Ja. Und es ist keineswegs so, dass das jetzt schon sehr weit wäre. Es fängt aber gerade an. Und macht einem auch manchmal ein bisschen Angst, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel das schwierigste Brettspiel der Welt, Go, das hat mittlerweile einen Computer, kann das am besten, der nur noch von sich selber gelernt hat. Dem hat man gar nicht mehr mit anderen Menschen spielen lassen, sondern hat von Anfang an nur gegen sich selber gespielt. Und der spielt jetzt besser als jeder Go-Spieler der Welt. Und wie der spielt, versteht kein Go-Spieler der Welt, weil der spielt völlig anders als die Menschen. Hat das, was die Menschen machen, innerhalb von drei Tagen nachgeholt. Und das machen wir nebenbei 3000 Jahre Go-Geschichte in 3 Tagen. Und dann hat er nochmal 37 Tage gespielt und dann völlig abgefahren gespielt. Das kein Mensch hat es verstanden. Und jetzt studieren weltweit die weltbesten Go-Spieler, was der Computer macht, um zu lernen, wie es besser geht. Also das ist ein aberwitziger Vorgang. Ist vor 4 Wochen gerade publiziert. Ja, dass heute Menschen sich an den Computer wenden, wenn sie wissen wollen, wie das schwierigste Schachspiel, wenn man so will, das schwierigste Brettspiel der Welt, wie das funktioniert. Weil der Computer es viel, viel besser kann als jeder Mensch. Vor einem Jahr hat der Vorläufercomputer schon gegen den besten Menschen gewonnen. Und der jetzt neu gelernt hat, der hat gegen den Vorläufercomputer 100-mal gewonnen. Also viel besser. Ja. Nun, dabei, bevor Sie depressiv nach Hause gehen, wenn man sich das hier mal richtig verinnerlicht, muss ich Ihnen zeigen, dass das nicht ganz die volle Wahrheit ist. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Weil es hier so ist, dass es kein Gedächtnis einerseits und Verarbeitung andererseits gibt, sondern die Verarbeitung, das Gedächtnis ist. Und das Gedächtnis, weil es ja in den Verbindungen steckt, auch dann wieder die Verarbeitung verbessert. Ja? Deswegen gelten ganz bestimmte Dinge für unser Gehirn, die anders sind als mit einem Computer. Beispiel. 2 Deutsche, der kann Deutsch. Der kann Deutsch und 5 Fremdsprachen. Jetzt lernen die beiden eine neue Sprache. Wer lernt denn die besser? Der oder der? Naja, der wahrscheinlich, oder? Musikinstrument, der kann auch keins, der kann schon 5, die lernen beide Neues. Wer lernt es besser? Der. Nimm mal Sport. Ja. Das ist, der hat wenig Sport gemacht, noch nie viel. Ja. Und der kann Handball, Fußball und Geräteturnen. Und jetzt lernen die noch was, irgendwas, immer Eisstock schießen. Ja, was glauben Sie, wer das wohl besser von denen lernt? Na der, weil der hat schon ganz viel Bewegung drauf. Das muss man heute laut sagen.
Denn man liest jeden Tag, ah ja, die Digital Natives, die outsourcen vieles. Deswegen können sie auch vieles nicht. Aber die haben natürlich Platz für was anderes deswegen in ihrem Kopf. Das ist völliger Blödsinn. Haben Sie mal einen drin gelernt, der gesagt, du, ich kann 6 Sprachen, also meine Sprachzentren, sie sind langsam voll? Danke, dass Sie lachen. Nein, natürlich nicht. Weil Sie können 50 Sprachen können und dann lernen Sie die 51. in 6 bis 8 Wochen. Das gibt es tatsächlich, solche Leute. Ja. Und je mehr Sprachen Sie können, desto feiner ziseliert sind die Verbindungen zwischen den Nervenzellen in Ihren Sprachzentren. Und je feiner die sind, ja, desto besser funktionieren Ihre Sprachzentren und desto besser ist Ihre Chance, wenn da mal 2 sich unterhalten und Sie verstehen gar nichts, mal was aufzuschnappen, was Sie doch verstehen. Und wenn Sie erst mal ein paar Anfänge haben, dann geht's ratzfatz. Was heißt denn das? Naja, die Festplatte, wenn die zu 50% voll ist, passt noch 50% rein. Und wenn die zu 90% voll ist, passt noch 10% rein. Und wie ist es hier? Nicht so. Sondern hierfür gilt, was man erstmal überhaupt nicht kapiert, aber Sie haben vorhin gelacht. Und damit bestätigt, dass Sie das eigentlich schon wissen. Das nämlich für Ihr Gehirn Folgendes gilt. Je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Das ist tatsächlich so. Je mehr Sie schon können, desto mehr passt noch rein. Weil desto mehr haben Sie schon da drin, was die Verarbeitung leisten kann. Und je besser und schneller und besser und stärker Sie verarbeiten können, desto mehr ändert sich da oben und desto mehr wird weiter gelernt. Heute reden alle von Lifelong Learning und lebenslangem Lernen und da müssen wir was für tun und so weiter. Ja, das haben Sie abgehakt, wenn Sie mit 25 gebildet sind. Die Hirnentwicklung geht so bis 25 und wenn Sie Ihr Hirn richtig für alles und jedes benutzt haben, dann können Sie auch weiter lernen. Schlechte Karten haben Sie nur, und das folgt leider aus dieser Einsicht auch. Wenn Sie 25 sind und hier ist nichts drin, dann passt auch nicht mehr viel rein. Ja, das ist ganz wichtig. Wir können diese Lebensphase nicht einfach wiederholen oder hier tun. Das geht nicht. Deswegen schicken wir auch die Kinder nicht in die Fabrik oder aufs Feld, sondern in die Schule. Und da sollen sie ganz viel lernen und nicht spezialisiert, sondern ganz breit sich bilden. Und wenn sie das tun, dann können sie natürlich lebenslang lernen. Und wenn Sie es mit 25 nicht gelernt haben und da oben nichts ist, dann war es das eben auch. Und das ist ziemlich drastisch, um das mal ganz klar zu sagen. Wir müssen uns da kümmern. Die Kurven sehen nämlich, wenn man es genau nimmt, für verschiedene Gehirnbereiche verschieden aus. Das ist nur mal so ganz grob gesagt. Diese Kurve war ja ganz allgemein fürs Gehirn. Aber das ist wie ein Wirtschaftswissenschaftler, der weiß halt, es gibt ein Gehirn und mehr weiß der halt nicht. Wenn man aber genauer hinguckt, dann findet man das da. Für nicht nur Sehen, für alles Sensorische und auch für alles Motorische gilt. Das muss schon mal entwickelt sein, bevor Sie anfangen, höher zu denken. Und genau so ist es auch. Der kleine Knirps wird geboren und kann schon zappeln und kann auch schon merken, dass irgendwer ihn berührt oder irgendwas kneift oder sonst irgendwas. Sensorik und Motorik funktionieren ein bisschen schon bei der Geburt. Dann werden die massiv aufgebaut in den ersten Wochen, Monaten und Jahren und so mit 5 sind die fertig. Beispiel. Sie haben alle schon kleine Kinder gesehen, die mit so einer Augenklappe in der Fußgängerzone rumrennen. Und die erste Reaktion, die man als Mensch hat, ist, armes Kind, so klein und schon was am Auge. Und das muss man wissen, der hat die Augenklappe auf dem gesunden Auge. Wieso kleben manche Mütter ihrem Kind, was anderweitig gesund ist, das gesunde Auge zu? Ganz einfach. Wenn Sie geboren werden und haben ein Auge, was 70% sieht und ein Auge, was 100% sieht. Das kann man feststellen mit kleinen Babys. Und dann guckt das Baby und dann kann man ein Auge zuhalten und gucken, guckt es immer noch und guckt es genauso mit dem Auge. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man gut rauskriegen, wie gut kleine Babys sehen. Wenn Sie jetzt finden, das Auge sieht 70% und das 100% und Sie machen nichts, passiert Folgendes. Von dem Auge kommen unscharfe Bilder, von dem scharfe. Die gehen an beide Hirnzentren, die zum Sehen zuständig sind. Und was passiert hier hinten? Ja, das Sehzentrum hat gern scharfe Bilder. Was verarbeitet es? Die Bilder von dem Auge. Was lässt es eher links liegen? Die Bilder unterdrücken sogar aktiv die hier, sodass tatsächlich die Bilder von dem Auge nicht verarbeitet werden. Was habe ich Ihnen vorhin gezeigt? Rote Pfeile, wenn was verändert wird. Blaue Pfeile, wenn nichts passiert und was abgebaut wird. Wenn von hier also die Bilder nicht hier hinten verarbeitet werden, dann werden die wenigen Verbindungen, die schon existieren, abgeräumt und keine neuen geknüpft. Und wenn Sie das einfach lassen und das Kind ist 5 Jahre alt, ist es auf dem Auge blind. Und das Problem ist, es bleibt blind. Sie können anstellen, was Sie wollen. Warum? Das Sehsystem ist fertig.
Weswegen es so wichtig ist, dass wir eben bis 5 Jahre dafür gesorgt haben, dass dieses Auge benutzt wird. Und wie stellen Sie sicher, dass das Auge benutzt wird? Sie kleben es gesunde zu und nehmen den schwachen Bildern die Konkurrenz weg. Für ein paar Stunden jeden Tag. Und dann, das ist jeden Tag mit dem Kind ein Kampf, weil kein Kind hat Lust, ein paar Stunden am Tag unscharf zu sehen. Sie müssen es aber machen, müssen auch der Mutter einschärfen. Hey, das ist ein Kampf, ich weiß, aber du musst es machen. Warum? Weil du es nicht, wenn du es nicht machst, ist das Kind auf dem Auge blind. Und es bleibt blind, man kann nichts mehr machen. Nochmal, weil die Gehirnentwicklung in bestimmten Bereichen des Gehirns einfach mit 5 abgeschlossen ist. Ja. Genauso sind die Sprachzentren mit 13 nochmal nicht abgeschlossen in dem Sinn, dass dann nichts mehr gelernt werden kann. Aber wenn Sie nicht sprechen gelernt haben, ist genauso, wenn Sie nicht sehen gelernt haben bis 5, lernen Sie es nicht mehr. Sie können natürlich noch neue Sachen zur Kenntnis nehmen visuell, Ihr Leben lang. Aber die Basics, eben sehen, das müssen Sie mit 5 gelernt haben. Sprechen müssen Sie mit 13 gelernt haben, sonst lernen Sie es nie mehr. Denken, wollen, handeln, komplizierte Dinge planen, dafür haben wir das Frontalhirn. Wann wird das fertig? So mit 20, 25. Früher nicht. Aber dann ist es auch fertig. Gibt es wenige Daten drüber. Ne? Deswegen ist die Kurve hier auch so ein bisschen unscharf gemalt oder so. Wir wissen nicht genau, wann genau es hier unten ist. Das ist alles klar, das ist ziemlich klar. Und das hier, da haben wir Vermutungen. Zum Beispiel, wenn Sie gucken, wie viele Unfälle macht ein Fahranfänger im Jahr nach dem Führerscheinerwerb, dann machen die 18-Jährigen mehr Unfälle als die 19-Jährigen. Die 19-Jährigen, die machen mehr Unfälle als die 20-Jährigen. Und das geht runter bis so 3 bis 24 und dann ist es unten. Nach dem Motto, mit 3, 24 ist Ihr Frontalhirn eigentlich erst so weit, dass es Auto fahren kann. Nämlich sozusagen kontrolliert, alles andere im Griff hat und nicht impulsiv oder wie auch immer unkontrolliert reagiert. Wir lassen die 18-Jährigen trotzdem schon Auto fahren, weil irgendwann müssen sie mal anfangen dürfen. Ja? Neurowissenschaftlich ist das nicht richtig. Fertig ist das Hirn eigentlich erst so mit Mitte 20. Dazu gibt es noch einen schönen Datensatz. Der ist vor Jahrhunderten publiziert. Können Sie bei der katholischen Kirche nachlesen. Missionieren lohnt sich bis 26. Kein Witz. Lohnt sich ab 26 nicht mehr. Warum ist das? Ja, wenn Ihre Ziele, Pläne, Ihre Werte, Ihre Einstellungen, Ihre Haltungen erstmal entstanden sind, können Sie nicht mal alle umkrempeln. Das müssen Sie aber beim Missionieren. Deswegen geht's nicht mehr. Das ist ganz einfach. Deswegen kümmern sich alle Ideologien um die Jugendlichen, weil die kann man noch ändern. Das ist alles sehr wichtig, weil letztlich geht's um diese Kurve hier. Die beschreibt nämlich, wie sich Ihr Gehirn in seiner Leistungsfähigkeit über Ihr Leben hin entwickelt. Und es ist ganz einfach, Sie werden geboren mit einem Gehirn, das kann fast gar nichts. Und dann lernt es. Und dann lernt es immer mehr und kann deswegen immer mehr. Sie haben nicht nur irgendwas im Gedächtnis abgelegt, nein. Es ist ja, das Denken ist das Gedächtnis, weswegen das immer besser wird, je mehr da gespeichert ist. Deswegen wird es immer besser und dann sind Sie irgendwann mal da oben und das Ding funktioniert so richtig gut. Auch wenn Sie müde sind, funktioniert es so, das merkt man aber gar nicht, es funktioniert immer noch richtig gut. Und dann, nur ganz, ganz kurz, geht es natürlich, weil Ihr Hirn stirbt genauso langsam im Alter ab wie alles andere auch. Und dann gibt es noch Krankheiten, ich habe es schon erwähnt, Alzheimer oder viele kleine Infarkte, dann geht Hirn kaputt. Und jetzt ist ganz wichtig, man nennt das herab, D, mit dem Geist, Mens, Demenz. Demenz ist aber keine Diagnose, sondern nur noch Beschreibung, nämlich bergab mit dem Geist. Ärzte sind so ganz wirklich witzige Spezialisten. Ja, sie gehen zum Doktor und sagen, mir zieht es hier so. Doktor sagt, du hast Rheuma. Und sie sind ganz verwundert, hey, der Doktor weiß sofort, was ich habe. Dabei sagt er nur auf Griechisch, was sie ihm gesagt haben, nämlich, es zieht hier so. Das heißt Rheuma. Und wenn sie zu ihrem Doktor gehen und sagen, du, ich kann mir irgendwie nichts mehr merken und wenn manchmal gehe ich in den Keller und weiß nicht, was ich da soll, gehe wieder hoch und dann fällt es mir ein und ich kann mir auch Namen schlechter merken. Und er sagt, hey, du hast eine beginnende Demenz. Dann sagt er auch nur, was Sie ihm gesagt haben, nämlich mit dem Geist ging es bergab. Das heißt Demenz. Bei Rheuma und Demenz gilt, jeder Doktor weiß das auch, ja. Ich habe bloß erst, das ist ein Name für das, was der Patient mir sagt. Und dann habe ich natürlich die Aufgabe rauszukriegen, ja, was hat er denn, was das macht? Und bei Rheuma gibt es 60 Ursachen, zumindest war das mal der Fall, als ich es gelernt habe, heute sicher mehr. Und bei Demenz gibt es auch x Ursachen, warum Ihr Geist bergab gehen kann. Ja, wichtig ist, Demenz heißt einfach nur, mit dem Geist geht es bergab. Und jetzt wird es ganz wichtig. Für jeden Abstieg gilt, das muss ich Sportlern, die anwesend sind, eigentlich nicht sagen. Je höher sie anfangen, desto länger dauert es, bis sie unten sind.
Wenn Sie vom Mount Everest absteigen, dann können Sie lang absteigen, sind immer noch ziemlich weit oben. Und wenn Sie von der Sanddüne zum Meer laufen, dann sind Sie gleich da. Und das ist mit der Demenz genauso. Wenn Sie also richtig Glück gehabt haben mit Ihrer Hirnentwicklung in Kindheit und Jugend, und was hat dafür gesorgt? Ihre Bildung, Ihre Ausbildung mit allem, was dazugehört, auch Ihre Musikinstrumente, Ihr Sportverein, Ihr Kirchenchor, alles hat dafür gesorgt. Ja. Und dann sind Sie hier weitergekommen. Und deswegen steht hier auch Musik, Sport, Theater spielen, mit den Händen begreifen. Da komme ich gleich drauf, wie wichtig das ist. Ja? Und dann sind Sie hier. Und wenn es dann bergab geht, kriegen Sie Ihre Demenz. Ja, so mit 150. Und da sind Sie halt schon vorher gestorben. Ja, Sie lachen, genau so ist es. Ja. Schwester Maria, habe ich schon gesagt, die war fit, hat mit 20 schon einen super Lebenslauf geschrieben. Die war also hier, nicht hier. Ja? Und dann ging ihr Hirn kaputt. Und dann war sie mit 101 gestorben. Aber sie hatte noch keine Demenz. Die fängt irgendwo hier an. Ja. Und wenn Sie halt wenig Bildung in Kindheit und Jugend genießen und es geht abwärts, dann sind Sie gleich da. Das ist mal ein Punkt. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Sie werden sagen, der reimt sich da was zusammen. Nein, Sie können es alle selber googeln. Der wichtigste prädiktive Faktor gegenüber Demenz heißt Bildung. Je gebildeter einer ist, desto später kriegt er seine Demenz, wenn sein Gehirn kaputt geht. Oder um das nochmal ganz klar zu sagen, hier, als ich das Bild gemalt habe, schon vor 5 Jahren, da gab es 3 Studien. Die waren alle ziemlich neu, vor 10 Jahren gab es dazu noch gar nichts. Heute gibt es 6 Studien und alle 6 zeigen, wenn Sie 2 Sprachen können, dann hat Ihr Hirn einfach mehr Training, weil es 2 Sprachen verwenden muss, dann muss es immer die eine nicht tun, die andere tun, das ist ein bisschen Hirntraining extra. Und Sie kriegen eine Demenz, kriegen Sie sie volle 5 Jahre später. 5 Jahre. Die besten Medikamente, die wir haben, ich bin ja Psychiater, ich behandle ja Demente jeden Tag, bringen Ihnen 3 Monate, um nur mal den Effekt klar zu kriegen. 5 Jahre bringt Ihnen, wenn Sie 2 Sprachen sprechen. Der Effekt ist riesig. Ja. Und dann gibt es eben nicht nur Zweisprachigkeit, sondern es gibt eben all das noch auch. Nur mal ein Beispiel. Je mehr Fingerspiel. Auf Englisch heißt das hier Digit. Und Digit heißt nicht nur Finger, sondern Zahl. Und das macht ganz viel Sinn. Warum? Weil die Zahlen über die Finger ins Hirn kommen. Und je fitter Sie mit den Fingern sind, desto fitter sind Sie mit 20 in Mathematik. Je mehr Fingerspiele Sie im Kindergarten machen, desto besser sind Sie 15 Jahre später in Mathematik. Warum? Weil die Zahlen mit den Fingern ganz viel zu tun haben. Wie viel, das möchte ich Ihnen mal ganz kurz, weil das so eine verrückte Studie ist, zeigen. So zählen wir, na, mit den Fingern, und die bewegen wir. Ja? Fast alle Welt zählt so, aber nicht die ganze Welt. Die Chinesen zählen so. Die kommen mit einer Hand bis 10, weil sie so bestimmte Zeichen machen. Nun kann man zeigen, dass die unterschiedliche Art, mit den Fingern bis 10 zu zählen, bei erwachsenen Menschen, die entweder auf die eine oder auf die andere Art zählen gelernt haben, noch das Rechnen beeinflusst. Sie haben richtig gehört. Kein Mensch, der erwachsen ist, 25-Jährige, rechnet so mit den Fingern. Aber weil die Zahlen über die Finger ins Gehirn gekommen sind, sind die bei Chinesen anders im Kopf verdrahtet als bei Deutschen. Das hat man gemessen und rausgekriegt, indem man Studenten, 25-Jährige, über 400 solcher Mathematikaufgaben gegeben hat. Die sind zugegebenermaßen sehr einfach. Sie sollen einfach nur 2 Knöpfe drücken. Und zwar, die Knöpfe sind links oder rechts. Und Sie sollen in dem Falle den linken Knopf drücken, denn Sie sollen den Knopf drücken, der auf der Seite der größeren Zahl steht. Sie sollen einfach nur Zahlen vergleichen, welche Zahl ist größer. In dem Falle ist die Antwort 5. Die Zahlen sind zwischen 1 und 20, es ist immer ein 2 dazwischen, also es geht immer meinetwegen 17, 19 oder 15, 13. Und das machen Sie über 400 Mal und wird gemessen, wird, wie schnell sind Sie, wie schnell drücken Sie die Knöpfe. Damit Sie das nächste Bild kapieren, denken wir kurz nach, was da rauskommt. Erstens, bei größeren Zahlen dauert es ein bisschen länger als bei kleineren Zahlen, sind einfach ein bisschen schwieriger. Zweitens, Chinesen sind schneller als Deutsche. Deutlich. Und das ist ein Kinderspiel. Warum? Weil Chinesen im Gegensatz zu Deutschen verbringen ihre gesamte Grundschulzeit mit dem Lernen des Dekodierens von Zeichen.
Wir machen ein paar Dutzend Zeichen und dann machen wir was anderes. Weil wir dann in der ersten Klasse haben wir das abgehakt. Die Chinesen fangen in der ersten Klasse an und hören in der neunten eigentlich immer noch nicht auf. Weil die haben Tausende von Zeichen zu lernen und nicht die paar Dutzend wie wir. Und deswegen müssen die so lange Zeichen dekodieren lernen. Und was kann man, wenn man sein Lebtag in der Grundschule eigentlich nur Zeichen dekodieren gelernt hat? Zeichen dekodieren besonders gut. Und deswegen sind die Chinesen so schnell. Und was ist noch? Es gibt noch was ganz Verrücktes. Es zeigt sich bei den Chinesen und bei den Deutschen immer das Gleiche. Nämlich, wenn ich das bestimmte Zahlen vergleiche, zum Beispiel 8, 10 oder 11, 9, sind die besonders schnell. Warum? Das ist einstellig versus zweistellig. Und wenn Sie eine einstellige und zweistellige, müssen Sie gar nicht wissen, was das für Zahlen sind. Einstellig ist immer kleiner als zweistellig. Deswegen sind Sie ja so schnell. Jetzt verstehen Sie diese Folie. Achtung, das ist die Reaktionszeit, zusammengefasst über Dutzende von Studenten, von denen jeder 400 Ungrad solche Aufgaben gemacht hat. Und Sie sehen, 1 versus 3, egal wie rum, ja, ist schneller als meinetwegen 4 versus 6. Es wird halt langsamer, je größer die Zahlen sind. Und das Rote sind die Chinesen, die sind insgesamt, brauchen die 40 Millisekunden weniger, das ist ganz schön viel, psychologisch betrachtet, als die Deutschen. Dann sehen Sie noch was, hier das Grüne. 8, 10, 9, 11. Da werden die Chinesen schneller und die Deutschen auch. Also alles, was ich Ihnen gesagt habe, habe ich Ihnen jetzt gezeigt, sehen Sie da. Und jetzt sehen Sie noch was. Und das wusste man bis dato nicht. Ein paar Jahre alt die Folie, aber noch nicht sehr alt. Die Deutschen werden langsamer ab der 6. Ja, Kunststück. Eine 6 geht entweder so oder so. Die müssen also miteinander reden, bevor ich eine 6 machen kann mit den Händen. Ja. Die Chinesen brauchen die zweite Hand ab der 11. Weswegen die ab der 11 langsamer werden. Und wir ab der 6. Nochmal, hier rechnen mit 20-jährige Studenten. Keiner nutzt die Finger. Aber an den Reaktionszeiten können Sie sehen, dass die 6 damit einhergeht, dass die langsamer werden, weil plötzlich beide Hirnhälften beteiligt sind im Nachdenken über die 6. Und bei den Chinesen sind beide Hirnhälften erst ab der 11 beteiligt und deswegen wird es da langsamer. Aber hier geht es ja um Mathematik, also nur ums Denken. Klar, trotzdem ist es so, dass die Art, wie die Zahlen in den Kopf gekommen sind, auch im Denken noch sozusagen drinsteckt. Weil die Entwicklung der Zahlen eben ab der 6 bei uns in beiden Hirnhälften erfolgen musste und bei den Chinesen erst ab der 11. Und das können Sie sehen wie im Denken. Ziemlich verrückt. Es ist nur ein kleines Beispiel für Embodied Cognition. Es gibt noch viel mehr. Wir haben auch welche gemacht. Wir können zeigen, dass Sie über Objekte besser nachdenken können, wenn Sie die dadurch, dass Sie die angefasst haben, gelernt haben. Also man muss Dinge anfassen, Tische und Stühle und Computer, damit man versteht, was mit denen los ist. Und wenn man das nicht macht, kann man hinterher über diese Dinge schlechter nachdenken. Ja, das ist ganz wichtig, nochmal. Unsere Gehirnentwicklung läuft über Sensorik und Motorik. Ja. Und wenn Sie die Motorik weglassen und die Sensorik weglassen und einfach nur so vom Bildschirm lernen, dann lernen Sie halt nur ganz wenig und ganz oberflächlich und können über das, was Sie da lernen, nicht so gut nachdenken, weil Sie ganze Hirnanteile gar nicht mit den Objekten trainiert haben, die auch noch mitdenken können und es auch tun. Wir wissen heute, wenn Sie das Wort treten sehen oder das Wort küssen sehen oder das Wort greifen sehen, dann ist hier und hier ist die Sensorik und die Motorik in Ihrem Kopf. Bei der Hand, wenn Sie treten sehen, der Fuß ist hier oben, deswegen ist hier was aktiv. Wenn Sie greifen, lesen, ist hier was aktiv. Und wenn Sie küssen, lesen, ist hier was aktiv. Weil hier ist der Fuß, hier ist die Hand und hier sind die Lippen. Also Sie lesen nur ein Wort. Aber die Sensorik und die Motorik des entsprechenden Körperareals ist mit aktiv. Die hilft Ihnen auch deswegen beim Denken. Wenn die aber nicht aktiv ist, weil Sie sie gar nicht trainiert haben im Laufe Ihrer Entwicklung, bis zum Schuleintritt etwa, ja, wie soll es dann das Denken besser gehen? Das kann gar nicht sein. Ja. Alle höheren Gehirnareale kriegen ihren Input über die Sensorik und die Motorik. Mit anderen Worten, die werden von Sensorik und Motorik überhaupt erst trainiert in ihrem Denken. Und genau deswegen
kann man nicht so gut denken, wenn man Sensorik und Motorik weglässt. Weswegen das keine gute Idee ist. Ja. Also die Amis sind stolz drauf, wenn ein Drittel ihrer Kinder schon auf dem Computer rumdaddeln, wenn die noch nicht laufen und nicht sprechen können. Sollte man nicht sein, weil es nichts Dümmeres gibt, als mit der Hand über eine bedeutungslose Oberfläche wischen. Unabhängig vom Bild, was da abgebildet ist. Sie machen immer so. Ja. Wenn Sie einem vierjährigen Kind sagen, schnapp dir mal die Nadel, den Stift, den Schlüssel, das Ei, halt den Eimer oder halt dich fest, macht es automatisch das. Aber damit wird es nicht geboren. Es muss mit den Dingen umgegangen sein. Ja? Am besten sich an Bäumen schon mal ein paar Mal festgehalten haben. Mit ein paar Tassen umgegangen. Ein paar Tassen gehen auch zu Bruch. Ein paar Eier auch. Und ein paar Nadeln, manche tut auch weh. Aber dann weiß man, wie spitz das Ding ist. Und dann hat man viel gelernt. So lernen Sie das alles nicht. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Weil heute Babys so aufwachsen. Ja? Oder so. Also hier wird die Denke noch mal so klar. Hier wird doch letztlich behauptet, hört mal zu, Eltern, euer einjähriges Kind verbringt doch ewig Zeit mit dem blöden Toilettentraining und diese Zeit ist doch sowas von verschwendet, könntet ihr nicht in dieser Zeit dem Kind noch was beibringen? Dafür gibt es Babyklos mit iPad-Halter und die richtigen Apps kann man kostenlos runterladen, sodass die Kinder diese unendlich vielen Stunden, die sie auf dem Töpfchen verbringen, damit sie endlich mal lernen, wie es geht, auch noch was lernen könnten. Diese Denke ist so unendlich falsch, weil Kinder in dem Alter von Bildschirmen und Lautsprechern prinzipiell, über die man wischt, nichts lernen können. Weil was die hauptsächlich lernen, ist Sensorik und Motorik. Und dafür braucht man den realen Umgang mit der realen Welt. Und nicht das Wischen mit immer der gleichen Handbewegung, immer dem gleichen nicht existierenden sensorischen Feedback, nämlich über eine bedeutungslose Glasoberfläche. Die hat ja keine Eigenschaften. Wie sollen Sie da Sensorik lernen, dass Aluminium sich anders anfühlt als Stoff? Können Sie gar nicht. Das brauchen Sie aber, um hinterher über Aluminium und Stoff besser nachdenken zu können. Oder über alle anderen Gegenstände, die Sie begriffen haben in Ihrer Kindheit. Deswegen ist es so ein Problem. Ja. Und wie wichtig die Interaktion mit der Welt ist. Science Magazine, nur damit Sie mal sehen, das ist nicht irgendwelche, ich sag mal, romantische Pädagogik, die ich Ihnen hier verbrate. Nein, das sind die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Schöne Studie, knapp 2 Jahre alt, hat man Folgendes gemacht. Kinder, 11 Monate alt, gucken, so eine Art Kasperletheater und da fährt ein Auto runter. Das sieht man jetzt ganz schlecht. Hier ist eine schiefe Ebene und da fährt das Auto runter und dann sieht man wirklich schlecht. Hier ist ein Block und hier noch einer und das Auto, normalerweise fährt es hierher und dann macht es Dock. Hier sieht man diese Blöcke nicht, weil hier ist eine spanische Wand davor. Die wird dann weggenommen und manchmal sieht man eben, das Auto ist jetzt dahin gefahren. Manchmal sieht das Baby aber auch, dass es dahin gefahren ist, das heißt durch diesen Block, der hier steht, irgendwie durchgekommen ist und jetzt da gelandet ist. Oder, das sieht man wahrscheinlich auch schlecht, hier ist ein Auto, das wird entweder fällt hier runter oder hier, weil hier eine Glasplatte ist, die man nicht gut sieht, das Baby auch nicht, es fliegt scheinbar durch die Luft das Auto. Das Baby sieht also entweder was ganz Normales oder was irgendwie nicht sein kann, nämlich, dass Autos durch Holzblöcke durchfahren oder dass sie durch die Luft fliegen. Was man dann macht, ist, man drückt dem Baby das Auto in die Hand und filmt und guckt, was passiert. Und was passiert? Wenn das Baby gerade gesehen hat, dass Autos fliegen, nimmt das Baby das Auto, hält es hoch und lässt es fallen. Und wenn das Baby gerade gesehen hat, dass Autos durch Holzklötze durchfahren, nimmt das Baby das Auto und haut es ein paar Mal auf den Tisch. 11 Monate alte Babys probieren also aus, ob es wirklich so ist, wie sie gerade gesehen haben. Schwebt das Auto wirklich? Geht es wirklich durchs Holz durch? Und dann machen die Experimente. Und zwar je nachdem, was sie gerade gesehen haben. Die entsprechenden, richtigen Experimente, um durch Umgang, durch Experimentieren mit der Welt rauszukriegen, wie die Welt wirklich funktioniert. 20 Jahre ist es her, da hat man das für Zweijährige gefunden. Gibt es ein ganzes Buch drüber. Ja. Dass man es für 11 Monate Alte hat zeigen können, steht im schönen Begleitkommentar zu diesem Science Paper nach dem Motto, wir haben das immer schon geahnt, aber noch nie so schön wurde es gezeigt wie hier, dass sogar 11 Monate alte Babys sich verhalten wie Wissenschaftler und ständig Hypothesen testen. Und das kann man ja mit iPad nicht, ja, wenn sie nur über irgendwas wischen. Geht's gar nicht. Sie müssen schon mit der Welt interagieren, weswegen es so wichtig ist, dass die Kinder mit der Welt interagieren. Im Wald, am Strand, schlimmstenfalls auf dem Spielplatz oder sogar in der Spielecke zu Hause. Ja, aber die ist immer nur irgendwie künstlich und deswegen ist es besser, man ist in der Natur, weil die Natur hat einen Vorteil, ist beliebig einfach und beliebig kompliziert und man kann sich immer das raussuchen, was man gerade am besten hier oben verarbeiten kann. Weswegen ist sozusagen für immer für alle was da, in einer natürlichen Umgebung. Die künstlichen Umgebungen sind immer gemacht, da hat man sich zwar viel überlegt, aber man kann auch falsch liegen. Und man kann gerade zu einfach für die Kinder sein oder zu schwierig, das kommt in einer richtigen Natur nie vor.
weswegen die Kinder draußen nie über- oder unterfordert sind. Die suchen sich einfach das, was sie gerade am meisten interessiert. Von allein können sie davon ausgehen, weil das am meisten Spaß macht. Nebenbei, das steht in Science Magazine. Da steht eben auch, was den 4- bis 12-Jährigen gut tut. Und da kommt ganz klar raus, die wichtigen Schulfächer sind Sport, mit den Händen was machen, Musik und Theater spielen. Es gibt noch andere Schulfächer, aber das sind die wichtigen. Ja. Ich will es nochmal ganz klar sagen, warum das so ist. Wie lernen Sie, das war vorhin bei den schönen Dias im Hintergrund, ja, was man alles lernen kann, wenn man Sport macht. Und das meine ich jetzt auch wirklich ganz wichtig und ganz ernst. Wie lernt man denn, sich so und so zu verhalten? Man kann auch sagen, seinen Willen überhaupt mal zu gebrauchen. Man kann auch sagen, Udo Lindenberg, sein Ding machen. Man kann auch sagen, selbstkontrolliert handeln. Man kann auch sagen, ein selbstbestimmter Mensch werden. Ist völlig egal, wie Sie es nennen. Wir alle wissen etwa, worum es geht. Nämlich, dass Sie sagen, hey, ich mache jetzt das und dann setzen Sie es auch um. Wie lernt man sowas? Ganz einfach. So wie laufen und sprechen. Sie machen es. Beim Sprechen, ja, jeder quatscht mit Ihnen, Ihr Hirn erledigt den Rest. Und das fängt schon im Mutterleib an, aber wenn Sie geboren sind, erst recht. Ja, wussten Sie, dass der Unterschied zwischen Unterschichtkindern und Oberschichtkindern bei Schuleintritt 30 Millionen Wörter beträgt? Die haben Oberschichtkinder mehr gehört als Unterschichtkinder in den ersten 6 Lebensjahren. Das hat man rausgekriegt, indem man Kinder allen Altersstufen Diktaphone umgehängt hat, ihre eigene Stimme erkannt hat, die transkribiert hat und die Wörter gezählt hat, pro halbe Stunde. Und dann macht man das morgens, mittags, abends in verschiedenen Zeiten bei verschiedenen Kindern, verschiedenen Alters und der Rest ist Mathematik. Und dann kommen Sie auf 30 Millionen Wörter Unterschied zwischen Oberschicht- und Unterschichtkindern bei Schuleintritt. Schule ist sprachbasiertes Lernen. Naja, wenn der eine 30 Millionen Wörter weniger an Training bekommen hat als der andere, dann ist klar, wer die besten Karten in der Schule hat. Einfach nur dadurch, dass zu Hause mehr oder weniger gesprochen wurde. Was müssen wir deswegen machen? Den Müttern sagen, hey, redet mit euren Kindern. Das ist extrem wichtig. Vorm Bildschirm kann man das nicht lernen. Blickstudie, deutsche Daten aus dem letzten Sommer. Je mehr Kinder im Kindergartenalter vor dem Ding ihrer Mutter verbringen, desto schlechter ist die Sprachentwicklung. Davon kann man eben nicht sprechen lernen. Wichtig, sondern nur in der realen Interaktion. Je mehr 7- bis 9-Jährige damit verbringen, desto aufmerksamkeitsgestörter sind sie. Je mehr Mütter, die stillen, damit verbringen, während sie stillen, desto schlechter ist der Schlaf-Nacht-Rhythmus, Wach-Rhythmus, also desto mehr Schlaf-Nacht-Rhythmus-Probleme hat das Baby. Weil die Mutter, wenn die sich kümmert, statt darauf zu gucken beim Stillen, dann ist sie ein Reiz für das Baby und dann wird das Baby gucken und dann wird es auch wieder schlafen können. Und sonst hat es immer Angst, da kümmert sich gar nicht um mich, die guckt mich ja gar nicht an. Und die Angst macht, dass es schlechter schläft und das macht halt von Anfang an schon große Probleme. Nochmal, hat eine deutsche Studie an 6000 ungrad Kindern und Jugendlichen gefunden, die von Kinderärzten gemacht wurde. Also wir wissen um die schädlichen Effekte von dem Ding und Bildschirmen überhaupt. Wie lernen Sie also, sich selber zu verwirklichen, Ihr Ding zu machen, selber was zu reißen? Das ist nebenbei die wichtigste Fähigkeit, die Sie haben können. Das ist noch wichtiger als der IQ für Ihre Lebensgesundheit, Ihren Lebenserfolg, Ihr Lebensglück und sogar wie alt Sie werden, bis Sie sterben. Diese Fähigkeit, selber was machen zu können. Wie lernen Sie das? Indem Sie es in lauter kleinen Akten machen. Ich kletter jetzt auf den Baum. Dann müssen Sie erst mal überlegen, wie wäre es denn, wenn ich da oben wäre. Da wäre es schön, das macht auch Spaß. Und dann klettern Sie hoch und Sie halten durch, bis Sie oben sind. Und wenn Sie oben sind, ich habe auf den Baum, bin da hochgeklettert. Das heißt, Sie sind auch stolz darauf, dass Sie es hingekriegt haben. Haben die Erfahrung gemacht und haben die Erfahrung gemacht, ich habe erst was im Kopf und dann setze ich das in die Welt um und dann habe ich was hingekriegt. Sie können auch Hänschen klein singen. Dann müssen Sie erst mal Hänschen klein im Kopf haben. Und dann müssen Sie eine ganz geordnete Handlungssequenz umsetzen. Das ist höllisch kompliziert. Bringen Sie mal am Computer Hänschen klein singen bei. Da wissen Sie, wie schwierig das ist. Kann man, ist aber richtig Arbeit. Ja? Beim Kind ist es auch richtig Arbeit, obwohl es erstaunlich ist, wie schnell die das oft aufschnappen. Und wenn die dann das singen, haben sie eine Handlung erst überlegt,
den Willen geformt, das zu tun, dann haben sie es getan, hinterher sind sie stolz darauf, es getan zu haben. Fußball spielen, genau das Gleiche, ist noch schwieriger, sie müssen andere fragen, die mitspielen, müssen also noch Sozialverhalten an den Tag legen, müssen das alles auch planen, dann regelvoll sich verhalten. Spielen geht nur mit Regeln, sonst gibt es kein Spiel. Das heißt, man setzt artifizielle Regeln an, muss die durchhalten. Was trainiert man? Sein Frontalhirn, maßlos. Deswegen ist das so wichtig, ja. Bei älteren Menschen ist Tanzen gut. Warum? Naja, beim Fußballspielen tritt man sich in die Haxen, das tut weh. Beim Tanzen versucht man es zu vermeiden, deswegen ist es gesünder und wichtiger. Und dann hat es noch mit Musik zu tun, was auch noch gut ist, weil die Musik ja für allein schon gut ist. Weswegen bei den älteren Menschen immer Tanzen empfohlen wird und nicht Fußball spielen. Sie können auch Fußball spielen, aber sie sollten sich einig sein, dass man sich nicht in die Haxen tritt, weil man es ja macht, um länger zu leben und nicht um ein Weltmeister zu werden. Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass heute, wenn Ihnen das Ding 300 Mal am Tag sagt, mach jetzt das, oder ich esse gerade Gummibärchen und Sie müssen antworten in 3 Minuten, dann kommen Sie nicht zum Auf Bäume klettern, auch nicht zum Hänschenklein singen. Und das ist ein Problem. Weil der sagt Ihnen ja dauernd, was Sie jetzt machen müssen. Und deswegen sind Sie dauernd abgelenkt. Und wenn es mal nur da liegt, dann brauchen Sie schon Hirnschmalz, um nicht drauf zu gucken, weil es könnte ja was sein. Die Effekte sind nachgewiesen. Wenn es auf Ihrem Schreibtisch liegt, geht Ihr IQ messbar runter. Einfach nur, wenn es da liegt. Vor ein paar Wochen publiziert. Ein Smartphone, was auf dem Schreibtisch liegt, macht Ihren IQ geringer. Auch Ihren. Bei Kindern noch doller. Aber da wollen wir es um Gottes Willen natürlich nicht, weil die lernen ja noch was und die entwickeln sich ja noch. Bei Ihnen, wenn Sie mal Ihren IQ für ein paar Stunden reduzieren, wenn Sie das Ding auf Ihren Schreibtisch legen, das schadet Ihnen ja langfristig nicht. Ja? Kurzfristig schon, eben die Zeit, wo es da liegt. Im Gegensatz zu, wenn es im anderen Zimmer ist, da schadet es Ihnen nicht. Wenn es in der Tasche ist, schadet es Ihnen noch messbar ein bisschen. Kein Witz. Wenn das Ding klingelt, geht sowieso Ihre Leistung auf die Hälfte runter. Das ist schon lange rausgekriegt. Aber wenn es einfach nur da rumliegt und nicht klingelt, sind Sie schon schlechter. Das ist verrückt. Ja. Machen Sie sich das klar. Seien Sie verantwortungsvoll gegenüber sich selber, aber vor allem auch gegenüber denen, die Ihnen befohlen sind. Denn nochmal, Musik ist ganz gut für Ihre kognitive Entwicklung, auch immer wieder nachgewiesen. Die Daten fürs Theaterspielen sind am schlechtesten, aber es gibt mittlerweile ein paar, die das auch sagen. Die besten Daten haben wir heute tatsächlich zum Sport, für Sprachen und für die Dinge mit den Händen tun. Das sind Dinge, die ihre Kurve nach oben kriegen, richtig nach oben. Und nochmal, das ist es ist nicht egal, ob Sie da enden mit Ihrer geistigen Entwicklung oder da. Nur um einmal zu sagen, wie wichtig der Effekt ist. Amerikanische Wissenschaftler, eine von den Gruppen, die das rausbekommen hat mit der Zweisprachigkeit, die hat mal eine ganz simple Rechnung aufgemacht. In Amerika können die wenigsten Leute 2 Sprachen. Es gibt zwar die Einwanderer, die können Englisch schlecht und ihre Muttersprache gut. Und in der nächsten Generation können die alle bloß noch Englisch, weil die eben in Amerika gibt es keine Fremdsprache in den Schulen. Ja? Keine verpflichtende. Weswegen der Anteil der Bilingualen in Amerika 18% ist. In Skandinavien ist er über 90%, in Luxemburg 100%, in der Schweiz auch. Und in Deutschland sind wir so bei 50%. Und Sie wissen selbst, in Südeuropa kann man es vergessen. So wie Amerika oder noch schlechter. Ne? Aber was heißt denn das? Naja, ich habe ja hier schon Ihnen die Daten gezeigt. Wenn Sie 2 Sprachen sprechen, kriegen Sie Ihre Demenz 5 Jahre später. Jetzt haben die Amis mal folgende Rechnung aufgemacht. Nehmen wir an, wir machen eine Bildungsreform, in der wir nichts weiter tun, als einfach eine Fremdsprache in der Schule beibringen. Allen Amis. Dann haben wir nicht mehr 18% Zweisprachigkeit, sondern nehmen wir an, wir machen das gründlich, wir haben dann 100% Zweisprachigkeit. Das macht 82% mehr Zweisprachigkeit mal 350 Millionen Amis mal 5 Jahre längere Produktivität und 5 Jahre im Arbeitsprozess und 5 Jahre weniger Pflegekosten von etwa 300 Millionen Amis. Das bringt Ihnen, wenn Sie das in Dollar umrechnen, einen 3-stelligen Milliarden-Dollar-Betrag pro Jahr. Ja? Pro Jahr. Dagegen ist die Finanzkrise billig. Richtig billig. Und das ist alles, steckt nur hinter diesem kleinen Pfeil, der Ihnen andeutet, was passiert, wenn Sie in einem Land der Welt, nämlich in den USA, es hinkriegen würden, dass die hier das hinkriegen. Nämlich eine bessere Bildung für alle, die dafür sorgt, dass sie da mit ihrem Hirn weiter hochkommen, damit, wenn es bergab geht, es länger dauert, bis sie es merken. Wenn Sie das für Sport, mit den Händen begreifen, Theater, Welt, wenn Sie das für die ganze Welt hochrechnen und für das alles mit einbeziehen, möchte ich gar nicht mehr rechnen. Das ist richtig viel.
weswegen es verantwortungslos ist, das zu vernachlässigen. Denn wir zahlen es alle irgendwann mal, wenn wir hier nicht aufpassen. Ja. Und wenn Sie mir nicht glauben, in der westlichen Welt geht, wir wissen, da gibt es so einen Effekt, dass die Menschen immer intelligenter werden. Dieser Effekt ist seit 15 Jahren im Rückwärtsgang in 9 Ländern der westlichen Welt. Also bei uns geht es abwärts. Die Lebenserwartung, ein anderes Maß, wie gut geht es den Leuten, nimmt in Amerika zum ersten Mal, seit sie gemessen wird, ab. Und die wird weiter abnehmen, wenn man weiß, wie ungesund die leben. Der jüngste Altersdiabetiker in Deutschland ist 5. Also ich muss Ihnen jetzt sagen, dass wir einiges falsch machen, was gerade die junge Generation anbelangt. Und ich muss das auch ganz klar sagen, es ist in unserer Verantwortung. Über die jungen Leute schimpfen ist völlig falsch, weil die können ja gar nichts dafür. Es sind wir, die wir für die Entwicklung und für die Rahmenbedingungen, dass die Stimmen von jungen Menschen verantwortlich sind. Und wenn man den Hype um alles Mögliche, was es heute gibt, nimmt, was den Kindern schadet, und das Wenige, was wir tun, ich komme aus Baden-Württemberg, wie gesagt, da wird propagiert, dass man den ganzen Tag vor dem Bildschirm hockt und Musik, Sport wird in den Schulen gestrichen. Theaterspielen gab es da noch nie. Ja? Wird alles runtergefahren. Was macht? Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Und das wissen wir. Tun wir noch einen Gefallen. Erstens googeln Sie alles selber, Sie müssen mir nichts glauben, das finden Sie auch alles. Und zweitens sagen Sie es denen, die heute nicht da waren, weiter. Denn nur wenn alle das wissen und wirklich wissen, wie wichtig Bewegung und die anderen Dinge, die man tun kann, um sein Gehirn zu entwickeln, gerade in Kindheit und Jugend ist, dann wird sich was ändern. Und da haben wir alle was davon, vor allem die nächste Generation. Es wäre verantwortungslos, deren Gesundheit und deren Bildung dem Profitstreben der 5 reichsten Firmen der Welt zu überlassen. Vielen Dank. Fasziniert. Vielen Dank. Ich bin auch fasziniert und mehrfach habe ich mir während des Vortrags auf die Schulter geklopft. Zum Glück habe ich Frühsport gemacht heute. Das war schon mal so ein bisschen was Gutes. Haben Sie Fragen an Professor Spitzer? Ich meine, die Gelegenheit kommt wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Ja. Sagen Sie kurz, wer Sie sind. Ich bin Birgit Aus, komme vom Eiskunstlaufen und mich interessiert, Sie haben mal gesagt, das mit den Händen begreifen ist total wichtig. Oh Gott, wie formuliere ich das jetzt? Ich denke auch, dass man mit dem Körper sehr viel begreift. Wird da jetzt wirklich ein Unterschied gemacht? Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem Eis gleite, setze ich ja meinen Körper in ein ganz anderes Umfeld. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich viel so eine Herausforderung im Leben auch viel mehr allen zukommen sollte. Also ist es wirklich gemeint, nur mit den Händen zu begreifen? Und wo ist da Sport und gesamtkörperliche Bewegung? Also wie ist das abzugrenzen? Also ich habe es ja versucht zu sagen, die Hände sind halt sozusagen der prominenteste Spezialfall von Bewegung und wir sind, das ist auch ein Wahnsinns-Roboterarm und ein Wahnsinns-Sinnesorgan, das machen wir uns gar nicht klar. Aber was für einen Missbrauch wir treiben, wenn wir mit dem Ding nur so machen. Das ist einfach so ein glaring example, was alles falsch läuft. Dass wenn Sie Ihren ganzen Tag so abhängend auf der Couch verbringen und ab und zu mal so machen, dass dann Ihr ganzer Körper sozusagen hier oben verkümmert im Sinne von, dass sich wenig Nervenzellen mit dem Körper beschäftigen, weil da kommt ja nichts Interessantes. Da muss man auch keine komplexen Bewegungsmuster verarbeiten oder entwerfen. Ja? Deswegen können die auch nicht hüpfen. Was furchtbar ist. Wenn man nur rumhockt, kann man halt nicht mehr hüpfen. Ja? Und damit ist einfach nur gemeint, ganz normal hüpfen, 7-mal hochhüpfen, so ein bisschen rhythmisch. Das hat ein Viertel der Kinder in Stuttgart nicht mehr hingekriegt zum Schuleintritt. Ja. Was muss denn noch passieren, bevor wir uns überlegen, dass es da den Bach runtergeht? Und es geht eben nicht nur darum, dass wir ein paar gute Eiskunstläufer haben, haben Sie völlig recht, sondern darum, dass wir eine Erziehung betreiben, zu der eben auch die körperliche Erziehung gehört. Das haben die alten ollen Griechen, Gymnazisteien, sich üben. Das Gymnasium, das war eben auch ein Ort der körperlichen Ertüchtigung und nicht nur des Vokabelnlernens und irgendwas anderes Tuns. Und das Schlimme ist, dass ich viele Pädagogen kenne, die sagen, was soll denn der blöde Sportunterricht? Die Mädchen haben sowieso immer einen Grund, nicht mitzumachen. Und die Jungs drücken sich auch. Können wir das nicht völlig weglassen? In der Schule hat doch mit Bildung nichts zu tun. Völlig falsch. Aber es gibt
einflussreiche Pädagogen, das war jetzt eben wörtliches Zitat eines Leiters einer pädagogischen Hochschule in Baden-Württemberg. Das ist furchtbar, wenn man mit Leuten, die so eine Denke haben, redet, die gar nicht kapiert haben, wie wichtig für das Gehirn der Sport wirklich ist. Also ich kann nur sagen, ja klar. Ja, ganz hinten haben wir noch eine Frage und ich denke, dann müssen wir da auch weitermachen im Programm. Ja, schönen guten Morgen, Katrin Herfeld. Ich bin Schulleiterin einer sportorientierten Grundschule und wollte nur fragen, wie viele derartige Vorträge halten Sie auch in der Politik, sprich Richtung Kultusministerien, damit da mal ankommt, welche Verantwortung ja auch von oben auf uns nach unten weitergegeben wird und ja, wir da einfach auch von der Seite ein bisschen mehr Bedeutung für Sport, Bewegung, Musik und selbstgesteuertes Lernen bekommen. Danke. Die Kultusministerien wollen das nicht wissen, um es ganz klar zu sagen. Die wollen es nicht wissen. Auch der Bundestag will es nicht wissen. Das habe ich sogar schriftlich. Also nachdem ich digitale Demenz geschrieben hatte, bekam ich eine Mail. Herr Spitzer, ich bin in der Enquete-Kommission Medien. Ich wollte Sie mal einladen, aber die anderen waren dagegen. Die Enquete-Kommission Medien berät den Bundestag. Wenn Sie deren Schriften lesen, die lesen sich, als wären sie von Apple, Google und Microsoft diktiert. Das hat einen Grund. Wenn Sie dann die Expertenlisten, die sind ja aufgeführt, hinten durchgehen, dann finden Sie, das sind Professoren an Medieninstituten. Die sind wiederum zu 100% finanziert von den Medien. Ja, wenn Sie McDonald's fragen, was Schüler essen sollen, dann ist klar, was die Ihnen sagen werden. Und wenn Sie Medienleute fragen, was wir in der Schule brauchen, dann sagen die mehr Medien. Es gibt x Studien. Wirklich ganz viele, die zeigen, dass wenn sie das mal ernst machen würden, was die Kultusminister fordern, nämlich 5 Milliarden für die Digitalisierung aller Klassenräume und mehr Smartphone-Gebrauch im Unterricht, dass dann das Lernen für beide Maßnahmen jeweils um 20% abnehmen würde. Das kann man zeigen. Also die Daten sind katastrophal und zeigen alle, ich kenne keine Ausnahme, wenn Sie irgendwo eine Studie kennen, die das Gegenteil, bitte nennen Sie sie mir. Ich kenne wirklich und ich suche jeden Tag danach. Ja? Und dann gibt es manchmal in Live-Talkshows Leute, die behaupten, da hätten sie eine, wenn man dann dem nachgeht, war dann doch keine. Wirklich, sie werden live dann belogen vor laufenden Kameras. Das ist so. Also ich sage das so dezidiert, weil es genau so ist. Politiker wollen das nicht hören. Die wollen es einfach nicht hören, die wollen es auch nicht wissen. Die sagen, ja, wir müssen aber dafür sorgen, dass die Kinder damit umgehen können. Das Peinliche ist, dass die Studien, die da das untersucht haben, sogar gezeigt haben, dass in den Netbook-Klassen oder den E-Book-Klassen mit Internetzugang die Fähigkeit im Umgang mit Computern und Internet nicht besser geworden ist. Die wurden nicht nur nicht in Mathe, Bio und Englisch nicht besser, die wurden auch im Umgang damit nicht besser, als sie Computer in der Schule hatten. Das kam raus in großen deutschen Studien. Und wenn Sie das Handy an der Schule verbieten, werden die Schüler besser. Vor allem die schwachen Schüler werden besser. Große Londoner Studie an 130.000 ungrad Schüler. Das wissen wir. Wenn Sie Handys verschenken, haben die Amis auch schon gemacht. Im Jahr 2011, als noch nicht jeder College-Student ein iPhone hatte, haben sie gefragt, wer hat von euch noch kein iPhone? Wir schenken euch eins. Was passiert? Und ein Jahr später waren die schlechter. Also wir wissen um die Gefährlichkeit dessen für Bildung. Wie man da digitalisieren kann nach Kräften oder wie man sogar fordern kann, dass wir kulturell E-Sports fördern. Frau Merkel sagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Schiller, wer hätte im Grab rotiert, wenn der wüsste, es geht hier um Geballere. Ja? Also solange wir so falsch liegen. Ich kann Ihre Frage nur als persönlich ganz frustrierter Mensch beantworten, weil es ist tatsächlich so. Nur wenn Sie es ganz hart wollen, googeln Sie mal, der Spitzer geht um. Da finden Sie ein Schriftstück, das hat das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg im Auftrag des Kultusministeriums verfasst. Und da steht drin, dass ich mich mit Vorträgen wie diese an der deutschen Jugend versündige. Tatsächlich, nochmal, in Auftrag des Kultusministeriums Baden-Württemberg. So weit sind wir. Danke. Also wir sind sehr froh, dass Sie hier waren, Professor Spitzer.